Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Bin ich noch ein Kaffee, Anke? Hol sie dir aber selber. Mein Rock wird im Windkanal zwischen Tresen und deinem Stehtisch immer so hochgeblasen. 10 Ventilatoren ist ja auch etwas übertrieben. Mein Patenzwerg Eminem Aljoscha hat gestern auch gefragt, ob er in Ankes Tanke Drachen steigen lassen kann. Naja, es war eh lange an der Zeit, dass hier mal frischer Wind reinkommt. Einmal die 4 und den praktischen Fächer da. Momentchen mal bitte. Stefan, mein Freund, hat auch gemotzt, als ich heute Nacht einen Ventilator mit ins Bett genommen hab. Nicht dein Ernst. Auf der Verpackung steht Deckenventilator. Also normalerweise sinkt die Körpertemperatur übrigens nachts um etwa 1 Grad. Bei zu großer Hitze ist dies nicht möglich. Ja, eben. Bei den Temperaturen in Ankes Tanke zu kommen, ist wenigstens ein kleiner Trost. Weil ich gegen die Hitze ankämpf? Nee, wenigstens ist mein Konto danach im Minus. Macht 1.122 Euro, sammeln Sie Bofrostpunkte, haben Sie eine Eismann-Card oder sind Sie im Elsa die Eiskönigin-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.